Ah, guckt. Ich weiß nicht, was er aus den Bomben macht. Ich weiß echt nicht, was mit den scheiß Bomben los ist. Da geht's komischerweise. Und zwar auf Anhieb. Wo fällt die Bombe hin? Immerhin, Herrgott. Und dann sehen die anderen nicht, weil die andere noch nicht explodiert ist, aber es kommt auch trotzdem Tinte. Da, guckt. Ja, genau. Lauf noch gegen die Wand am Materasu. Ich hab echt keinen Bock auf diese Scheiße, ey. Das Spiel ist, was dieses Minigame angeht, nämlich sowas von asozial. Er wirft die Bombe irgendwo hin. Jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich Riesenbombe. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Warum nimmt er meine Bomben manchmal nicht? Ich würde gern wissen, wie man das Spiel auf Konsole gespielt hat. Da ist das Zeichnen doch noch schlimmer. Ich mal hier eine Bombe hin, also Platz. Boah. Hier auch eine Bombe, ey. Kriegst du das nicht hin, Amaterasu? Nein, kriegt sie nicht hin. Nein, kriegt sie definitiv nicht hin. Ach, die ist ja wieder nicht explodiert. So, Bombe explodiert. Ich jetzt bitte wenigstens hier eine Bombe hin. Danke. Na, oh, ich kick sie runter. Ja, ich kick sie runter. Das ist eine Bombe. Keine Ahnung, was das andere ist, was ich fabriziere. Ich sage euch, das Spiel macht mich absichtlich fertig. Das Spiel will nicht, dass ich jetzt beende. Vor allem jetzt hier. An der Stelle. So, hier ganz vorsichtig sein. Und eine Bombe platzieren, bitte.
Danke. Ah, hallo. Mach die Blume auf. Einmal nachladen, bitte. Ah, hier brauche ich wieder Fingerspitzengefühl. Das ist eine Bombe. Danke, Amaterasu. Ach, so lösche ich sie und lasse sie nicht vorzeitig explodieren. Das hat mich Zeit gekostet. Au. Oh nein, nicht das Elend. Nein, das war kein Wind. Das ist kein Wind. Das ist kein Wind. Gott, mach Wind. Oh, bitte. Das... Falsche Richtung. Das ist immer noch kein Wind. Das ist wieder die falsche Richtung. Ein bisschen verarschen. Danke. Das wird knapp, aber vielleicht schaffen wir es noch. Nicht, wenn diese Bombe nicht will. Diese Bombe will nicht. Ah. Oh, wir schaffen es nicht. Ich geb's auf. Beenden. Kein Nerv dafür. Nein. Aus. Nada. Nun, du bist ein fauler... Halt die Klappe! Halt! Oh, weißt du, das ist mir zu dumm. Wo bist du? Da. So. Puh. Diese grafischen Spiele sind die reinste Schikane und da wird man auch noch so dumm angemacht. Ich weiß, warum ich letztes Mal keinen Bock, also letzte Woche keinen Bock auf Okami hatte. Hm, was zur Hölle? Es ist dieser nervige Wasserdrache. Wie oft wir uns dieses Rassen, sehen, muss er noch was fertig machen. Also, ihr hat es seit zu Hause, was? Das Ding hat aber ein gewaltig bösartig aussehendes Maul. Glaubst du wirklich, dass wir da rein können und wieder leben auskommen? Ich meine, wir sprechen hier nicht vom Magen des Kaisers. Ach, hier geht nix. Vor allem, dass er gerade so schlafen muss. Innerhalb des Drachen. Nun, hier sind wir.
Das ist also der Bauch des Wasserdrachen. Was? Geht das nur mir so? Ist es hier unerträglich heiß und feucht? So wie dieser Drache Amokläuft, bin ich sicher, wir werden hier drin jede Menge schreckliche Sachen sehen. Ich hoffe nur, dass es sich mich nicht übergeben muss. Glaubst du wirklich, dass wir diese Drachenkugel hier drin finden werden, Ami? Hoffen wir es mal. Also hier ist der Ausgang, da vorne ist der Spiegel. Es ist schon mal keine Magensäure, zum Glück. Jetzt kann ich hier rumhopsen. Und Schätze ausgraben. Wutende Bäume. Ich glaube, ich habe eher seine Lungen gerade aufgeschnitten. Ein Essknochen. Ja, das ist doch viel entspannter, hier im Wagen des Wasserdrachen Unheil anzurichten. Und ein Tintenstein. Das war Solarenergie. Das Bullenhorn wollte ich dann doch eher haben. Mit einem aufmachen. Ein Exorzismus S. Das ist auch schön. Kann ich die hier zerschneiden? Nö, nicht wirklich. Er will da nur Wasser machen. Okay. Oh, die helle Freude, Gegner. So, kann ich dich bomben? Nö. Dachte vielleicht, ich könnte dich bomben. Gut. Ihr gebt nur Tinte, wenn ich euch schneide. Hier sieht es jetzt aber schön friedlich aus. Was haben wir hier für Geschwüre? Komm bitte runter, ich will dich anpinkeln. Würdest du da runterkommen? Der Wind, der klappt aber auch nicht, wenn man ihn braucht. Ich glaube, die hätte ich wegpusten müssen. Kann ich ja beim nächsten Gegner ausprobieren. Ob man die wegpusten kann, wenn sie sterben. Ach, du bist so einer. Jetzt wenigstens die Solarenergie, die ich jetzt verloren habe, zurück. Steinseensacke. Schon mal nicht schlecht.
Stahlfaustsacke ist auch ganz in Ordnung. Da unten liegt doch was rum. Ach, exorzierender Pfeil. Ja, den nehme ich doch gerne mit. So, hier ist unser Aufzug. Und abwärts wieder. Na ja, gut, nehmen wir den hier. Der bringt uns auch irgendwo nach oben, oder? Ja gut, der hat uns hier hingebracht. Das ist Vergeltung. Ach, da drüben ist eine Blubberquelle, die uns auf die andere Seite bringt. Sehr schön. Wie hoch willst du noch steigen? Perle, sehr schön. Ach, ein Windrad ist das, gell? Ja, vergiss es anzupinkeln. Aber ich hab's besiegt. Ach, wir nett, was zum Auffüllen. Was macht das hier genau? Ist da oben ein Secret? Tatsache. Junge, du sahst sicherlich auch schon mal besser aus. So, Spiegel zum Speichern. Da friss Pfeil. Was ist das? Es ist ganz eingewickelt, diese schwammige Bauchmuskeln. Sieht aus wie eine Glaskugel oder sowas. Mist, sie rührt sich überhaupt nicht. Der Wasserdrache wird das Ding nicht so einfach hergeben. Das muss etwas wirklich Wichtiges sein. Es ist eine Glaskugel oder sowas. Warte einen Moment. Ich frage mich, ob das... Na klar ist das die... Drachenkugel, die wir besorgen sollen. Also gehen wir einfach mal in den Nachbarraum.
Eine Sackgasse. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber mir gefällt überhaupt nicht, wie diese rote Flüssigkeit hier aussieht. Wenn wir da reinfallen, werden wir vielleicht blitzschnell verdaut. Ich will hier raus, aber Kamera lässt mich nicht. Was machst du verdammt nochmal da? Die rote Flüssigkeit regnet die jetzt runter. Was wird wohl passieren, wenn diese fleischige Masse weg ist? Jetzt hast du auch meine Neugier geweckt. Was zur Hölle, hier ist alles voll mit dieser ekligen roten Flüssigkeit. Wir sind gekommen, da einen Kugel zu holen und nicht um hier als Mittagessen zu enden. Genau, die Kamera, die ärgert mich natürlich. Dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann.